So, dann herzlich willkommen zurück zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Hier wieder der Risikohinweis und dann schauen wir trotzdem, das ist eigentlich das Hauptthema US-Indizes, schauen wir eben kurz den DAX an, was eben heute durch die Draghi-Rede passiert ist. Der DAX hat jetzt nun, sag ich mal, das Monatsziel bzw. den Monatswiderstand der EMA 10 bei ca. 10.500 Punkten erreicht. Gleichzeitig ist es eben hier im Monatschart des Monats hoch vom letzten Monat gewesen. Also hier wird jetzt der Index natürlich seine Probleme haben, hier weiter durchzustarten. Die Wochenchart, ja, wäre noch Platz bis zum Nichts, bis zur Oberkante des Rainbows. Diese verläuft bei 10.600, circa 10.660 Punkten. Und jetzt wissen wir auch, wieso der DAX die Abwärtsbewegung der US-Indizes nicht gemacht hat. Hier stand wirklich dann mehr oder weniger das dann im Chart drinnen. Der DAX wollte ja die Tage davor oder beziehungsweise den Tag davor nicht nachhaltig mit den, oder nachhaltig ist ja das falsche Wort, nicht mit den mit dem US-Indizes mit den US-Indizes fallen und konnte ja heute Morgen ja schon fast wieder das Hoch von gestern erreichen, obwohl die Indizes 100 Punkte tiefer standen, die Futures-Stände. Hier im Tageschart erreichte eben auch mit dem heutigen Kurs die Rainbow-Oberkante. Hier wäre ein bisschen Spielraum noch bis zum EMA 200 auch möglich, dass er noch morgen dieses Kurspotenzial ausreizt. Aber dazu dann morgen früh mehr. So, jetzt schauen wir die US-Indizes an. Hier hat er wirklich Draghi dann erst kurz danach keinen großen Einfluss gehabt, aber anschließend, als nach der Börseneröffnung, ging das sehr steil nach oben. Und aktuell stehen wir hier beim Dow Jones bei 17.400, knapp 400 Punkten. Und damit eben wieder deutlich über den Aufwärtstrend, der gebrochen worden ist, und auch natürlich über dem gestrigen Hoch. Hier ist noch ein Wochenwiderstand bei 17.384 zu definieren. Ob der, sage ich mal, für eine Umkehr gut ist, wird sich zeigen. Also hier ist natürlich auch klar eine Übertreibung zu sehen. Und die eben jetzt so wirklich nicht im Chart drin stand. Hier sind wir jetzt im Tageschart unterwegs. Hier gab es jetzt eben auch ein Shooting Star. Für mich ist es immer noch ein Inverted Hammer auch, ja. Am 200-Tagesdurchschnitt. Der wurde jetzt mit der heutigen Kerze natürlich komplett gekontert. Hier muss man aber eben natürlich auch noch den Tag abwarten, ob er eben über den 17.280 Punkten eben schließen kann, also über diesen EMA 200 Durchschnitt. Kommen wir dann kurz zum S&P 500 Index. Hier lief es ja bis gestern mustergültig. Zweimal lief er an den Abwärtstrend ran. Hier auch eine kleine Shooting Candle und dann mit einer langen schwarzen Bestätigungskerze eben hinterher. Die Kerze erreicht jetzt heute ein Hoch bei 2045 Punkten, 44, 45 Punkten und kommt eben hier noch an den horizontalen Widerstand, hat er jetzt erreicht, der Kurs. Hier ist eben, bleibt es natürlich auch spannend, ob hier dann größerer Verkaufsdruck kommt und die Übertreibung eben leicht korrigiert wird oder ob wir darüber hinaus wegschießen. Im
im Nasdaq. Erreicht jetzt der Index eben auch noch einen Wochenwiderstand, der bei 4.485 Punkten liegt. Eben ist teilweise eben auch abgeleitet über den horizontalen Widerstand und höchstwahrscheinlich auch durch einen E-Miner in der höheren Zeitebene. Hier ist es jetzt nicht alles hinzugeschaltet. Also Grundton, hier könnte jetzt eben, wie schon zuvor, aber dies würde ja jeweils bullisch nach oben aufgelöst, aber hier könnte jetzt auch definitiv diese Aufwärtsbewegung zu Ende sein. Aber es ist noch viel zu früh, um hier wirklich eine klare Aussage zu treffen. Man sollte aber trotzdem wachsam bleiben, weil eben im DAX eben auch ein wichtiges Level erreicht worden ist. Und eben, wie jetzt eben auch gezeigt, im S&P 500 Index hat aber jetzt hier natürlich nochmal die Shortseller in Bedrängnis gebracht, ja, durch den Ausbruch. Aber hier ist auf alle Fälle die Kerze noch abzuwarten. Wenn jetzt heute Abend Verkaufsdruck reinkommt, noch kurz vor Handelsschluss, und er wieder unter diese Trendlinie schließen kann, dann sieht es jetzt hier nicht wirklich dramatisch aus oder sowas. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich melde mich eventuell heute Nacht noch mit meinem aufgezeichneten Video zurück oder spätestens dann morgen früh. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.